Nun steht die Brunne im Mittelpunkt der Folklore. Über 3'500 Scheller und Trichler treffen sich zu ihrem Eidgenössischen. Damit die Glocken dann auch richtig tönen, braucht es nebst viel Kraft auch die richtige Technik. Judith Bürgler berichtet. Trichler und Schellen, ein uraltes Instrument, das immer wieder mit ihren Klängen begeistert. Doch was so einfach aussieht, braucht viel Kraft und Technik. Die Mitglieder der Greiflervereinigung Ingebol Brunnen wissen, wie man Trichler richtig benutzt. Wir zeigen jetzt erst die Technik, die eigentlich im Talkessel Schweiz gemacht wird. Dass einfach die Trichler geläutet werden, nach dem Takt einfach bei uns. Kann jeder laufen, wenn er will, und bringt die Trichler zum Läuten. Trichlet wird in der ganzen Zentralschweiz. Doch Techniken unterscheiden sich. So, unter anderem möchten wir jetzt erst zeigen, wie es in Küsnach beim Klausjagen ist. Und vor allem auch in Gersau wird die Technik angewendet, wo die Klopfen einfach von rechts nach links auf den Oberschenkel zum Läuten gebrungen wird. Da hätten wir das einmal geschwind zeigen. Der Ursprung anschaut von dem Brauchtum geht natürlich das ins Heidnische zurück. Erstmals, wo wir nachlesen konnten, ist 1599 das Lärmen mit den Trichlen erwähnt worden, wo die Bursten mit den Trichlen in der Nacht von Hof zu Hof gelaufen sind, haben Obst- und Kriesebäume umrundet. Und das hat natürlich nach altem Glaubenssellen zu einem fruchtbaren Jahr verhelfen und selbstverständlich auch zum Dämonen austreiben und die bösen Geister, damit wirklich ein erfolgreiches Jahr stattfinden konnte. Von dieser alten Tradition ist auch der Alois Lühend fasziniert, der hier in Ingebol lebt. Seit Jahrzehnten sammelt er Trichle. Das sind jetzt eben Tessin. Wir haben hier die schönen Kinder gebaut. Und der Vater hat auch Freude an diesen Trichlen. Er hat immer jemanden gekommen, ich habe so Böbel schon Freude an denen. Aber wo du schon warst, war ich daheim. Geld hat mir noch keins gekommen. Und als ich später, als ich hier arbeiten war, 47, habe ich hier ein bisschen Geld geholt. Da bin ich auf Eierrollen durch den Markt und konnte dort 5 Designer kaufen. Und so hat meine Sammlung angefangen, bis heute. Neben den vielen Trichlen hängt noch ein Schelle. Der 85-Jährige kennt den Unterschied genau. Und jetzt eben hier wegen der Schelle und Trichlen. Die Schelle werden gegossen, die kommen in den Leim rein. Und die werden dann auch so erhitzt. Und die Trichlen, das eben sind geschmiedet. Das ist eben der Unterschied. Die haben doch nicht den gleichen Klang, die Schelle und Trichlen. Ob Schellen oder Trichlen, heimelig tönt die Glocke auf jeden Fall. Auch am Eidgenössischen an diesem Wochenende zu Brunnen.